So, willkommen zu einem kurzen Video mit der neuen Märklin S-Bahn Lokomotive 37313. Sieht ja sehr schick aus, wie immer mit unvollständigem Dachgarten, aber gut, dafür mit beweglichen Pantographen und einer Zugzielanzeige. Ansonsten natürlich mit der üblichen Ausstattung. Ja, dann machen wir einfach mal so einen kleinen Ablauf. So. Welche Richtung? Da sitzt einer drin, wenn er drin sitzt. Blinklichtchen. Zugzielanzeige schalten wir auch mal ein. Wo haben wir sie denn? Da ist die Zugzielanzeige. Wunderschön. Ja. Fahrgeräusch. Auch bekannt. Ein kleiner Seitenwechsel. Zack. Ja, und das soll es auch schon gewesen sein. Die üblichen Funktionen gab es auch schon bei der Vorgänger-Lok, der 37314 in Beige. Ja. Und damit rüsten wir jetzt einfach mal ab. Und tschüss.